Hi Guys und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Sonne und Mond, Leute. Wir haben im letzten Part gegen Hala gekämpft. Es war ein Part voller Höhen und Tiefen. Hala hat uns gezeigt, was er kann. Und hat ausgepackt, was er kann. Er hat uns mit einer Z-Attacke ein Pokémon genommen. Direkt aus unserem Herzen. Levi war nicht lange dabei, nur den einen Part. Von daher war es nicht ganz so schmerzhaft, wie ein Pokémon zu verlieren, wie Derp oder Hoodie. Oder halt jeweilig Emma Rose, die schon seit ewig dabei sind. Aber egal, Leute. Ich habe nichts anderes erwartet. Du und dein Pokémon, ja, wirklich Talent. Ricky! Ist er am Start, der Boy, oder was? Oho, es scheint, als hätte Kapuriki unseren Kampf gefallen. Ich vermute, Kapuriki kann es kaum erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden seid. Ich möchte dir diesen Setkristall überreichen. Damit kann ein Trainer seine Kämpfe oder seine Kräfte auf seinen Pokémon übertragen. Okay, was haben wir denn da? Oh, für Kampfattacken ist das, wa? Große Prüfung bestanden. Bam, mit Stempel. Die sind gut. Oh yeah. Meisterliche Arbeit. Du erhältst den Z-Kristall. Batalium Z. Okay. Bat! Aufgepasst, Zero. Wenn du die Z-Kraft von Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so und deine Hüfte so bewegen. Okay, Leute, wir probieren es mal. So, Leute, ich bin ready. Ich hoffe, ihr auch. So, Hüfte nach hinten und dann die Arme. What the fuck, Alter, was mache ich hier eigentlich? Damit wären deine Prüfungen auf Melemele der ersten Insel von Alola abgeschlossen. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehorchen dir alle Pokémon bis auf Level 35. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Selbst hinter den hellsten Sonnenstrahlen ist der Mond unser ständiger Begleiter. Oh, dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier der Nacht verschwindet. Viele Dinge in Alola existieren, obwohl sie nicht sehen, obwohl wir sie nicht sehen können. Achso, es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denke immer daran, auch ihnen mit der nötigen Geduld zu begegnen, um ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifelslos eines Tages wieder auf Kapuriki treffen. Kein Plan. Egal. Mal schauen. Tauros! Auf den werden wir immer treffen. Los, Rami kaputt! Nur die Ruhe, Tauros. Der ist immer noch nicht beruhigt, das Ding, ey. Du bist so ein heftiger Typ. Da kommt meine Idee. Ich werde dich auf Tauros reiten lassen. Wann immer du willst? Okay. Warum fragst du? Na los, weil Tauros auch auf Inselwanderschaften gehen will. Geil. Ist das jetzt dieses Tauros-Mobil-Ding? Hier, Sio, das schenke ich dir. Du wirst es brauchen, um auf Pokémon rein zu können. Poké-Mobile-Funk. Wow, cool. Warum probierst du es nicht gleich mal aus? Gerne. Sehr, sehr gerne. Ich reite gerne auf Tauros. Ping. Geil. Alter. Wir sind Trendys am Start, ey. Wenn man auf Tauros reitet, sieht die Welt doch gleich ganz anders aus, oder? Indem sie uns auf sich reiten lassen, bieten die Pokémon Alolas uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns, Zero. Dann werde ich dir mein Geschenk mal erklären. Mit dem Pokémon-Mobile von Katze Pokémon für Pokémon-Mobile herbeirufen. In der Bedienungsanleitung steht: Mit dem Y-Knopf aktiviert man den Pokémon-Mobile-Funk, mit dem B-Knopf den Tauros Rambock. Der Pokémon-Mobile-Funk kommt samt Reitausrüstung. Okay, ich bin sicher, du wirst Tauros lieben lernen, wenn du auf ihm auch durch Alola reiten wirst. Wenn du den Pokémon-Mobile-Funk benutzt, eilt das entsprechende Pokémon herbei, um dich zu unterstützen, egal wo du gerade bist. Macht Sinn. Yeah, macht Sinn.
Elima. Herzlichen Glückwunsch, Zero. Der Pokémon-Funk wird übrigens von mir und einem meiner Freunde verbessert und auf den momentanen Stand gebracht. Hoffentlich hilft er dir auf deinen Reisen. Beeindruckend, dass du ohne die Z-Kraft gewinnen konntest. Ja, es ist normal. Und er hat Kampf-Pokémon. Nächstes Mal kann ich gleich zum Friedhof gehen und meine Pokémon dort beerdigen, wenn du nochmal sowas fragst. Wir sollten uns wieder einmal auf einen Pokémon-Kampf treffen. Ich hoffe, dass die Inselwanderschaft von Erfolg gekrönt wird sein. Oder wird sein. Sein wird. Wow. Zero, was ist los? Also dann Haller. Nee, also dann Zero. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Du solltest gleich mal ausprobieren, wie stark Taurus ist. Warum versuchst du nicht, ihm in den großen Felsen auf Route 1 zu zertrümmern? Na gut. Dann kriege ich auch noch ein Geschenk von Kukui. Trugschlag! Ist das diese Attacke, die nur ein KP da lässt immer wieder? Ja, genau. Das ist nichts Besonderes, Alter. Die brauche ich nicht. Lilly, von dir auch noch was? So, jetzt. Jetzt muss ich aber langsam meine Yacht stark klar machen. What? Yacht? Ich sag doch, der Typ hat Geld ohne Ende. Sio, darf ich dich um etwas bitten? Wie war das noch? Spaß beiseite. Was denn? Ich möchte Wölkchen in seine Heimat zurückbringen. Ich habe dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer sehr brenzligen Situation gerettet hat. Deshalb möchte ich ihm helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Zero. Das muss ich sehr selbstsüchtig anhören, ich weiß. Ja, natürlich helfe ich dir. Warum nicht? Vielen Dank, ich bin froh. Sonst hätte ich nämlich nicht weiter gewusst. Dann würde ich sagen, wir zwei begleiten euch zur nächsten Insel. Okay, wenn ihr euch sicher seid, dann machen wir das. Na los, erstatte deiner Mutter Bericht und dann ab zum Hafen. Bzzz. Okay, ab nach Mama. Aber wir sollten erstmal zur Route 1, ne? So, Taurus machen wir an. Abfahrt! Vollgas! Ich liebe das Taurus-Ding. Das ist einfach ein viel besseres Fahrer. Da kann niemand was gegen sagen, oder? Also, wenn jemand hier was gegen sagt, ne, der hat aber keine Ahnung. So, ist hier auf dem Berg noch irgendwas? Nö, hier ist nichts. Absolut nichts. Taurus, wieder nach Hause. Danke. Wir müssen wieder runter. Aber der Kampf mit Haller war echt krass spannend. Und unser Packpack hat sich im letzten Part entwickelt, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Aber glaubt, am Rahmen solltet ihr das sehen. Die gute Emma Rose ist nun das gute Pokémon Trom. Oder doch, Trompack. Trompack. Ist immer noch von Typ Normalflug. Ich weiß nicht, ob es sein Type changed. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Muss man dazu sagen. Levi ist leider gestorben, wie gesagt. Hat uns verlassen. Aber so ist es nun mal. Pokémon gehen. Pokémon kommen. Zwei tote Pokémon schon in der Nuzlocke. Damn. Das ist echt krass, ey. Aber egal. Kann man nichts gegen machen. So. Guys. Wir werden jetzt das Pokécenter und unsere Mutti suchen, die irgendwo unten sein sollen. Auf jeden Fall sollten wir auf Route 1 gehen, hat er noch gesagt, ja. Weil da ja so ein Stein zum Trümmern sein sollte. Das Ding ist halt, ich habe aber keinen Plan, wo das genau hier war. Ich weiß nur, dass da, wo die Inselprüfung war, da war auch noch ein Stein, den ich zerstören konnte. Oder war hier an der Seite irgendwo einer? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es ehrlich nicht. Holy Strand. Sandstrand hieß es doch, genau. Sandstrand. Wir gehen mit Taurus hier rein. Ach, schade, es ist nicht mehr dabei. Ich dachte, wir könnten jetzt hier einfach alles kaputt zerstören. Das wäre nice. Wir haben noch Trump, den können wir auch mitnehmen. Nehmen wir Trump erstmal mit, wa? Ja, nehmen wir Trump erstmal mit. Der Rest gefällt mir nicht ganz gut, obwohl Normalkampf. Wir haben zwei Normal-Pokémon dann. Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist der Avatar tot, den müssen wir auf die Extra-Box packen. Und Levi ist halt ebenfalls down. So. So, das sind unsere Pokémon, die wir noch über haben. Laurenz und das Zubat. Mehr haben wir nicht. Gut, habe ich aufgeheilt? Nein, ich glaube nicht. Wir machen mal ganz kurz Heilung und dann gehen wir zu Mutti und dann werden wir sie verlassen, Leute. Dann werden wir sie verlassen. Oh yeah. Danke für die Heilung und bis zum nächsten Mal. Ups. So. Mutti. Zup. Wir werden dich jetzt verlassen. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Zero. Du hast deine Großprüfung von Medi-Medi bestanden. Yay. Als nächstes musst du nach Akala, oder?
Mach dich vom Acker, la. Mach dich vom Acker, Alter. Am Haufen von Haoli gibt es dort ein Boot, das sie dahin bringen kann. Ach ja, warst du schon beim Tankerrad-Hügel in der Nähe des Pokémon-Labors? Ich habe gehört, dort gibt es seltene Pokémon. Okay, beim Pokémon-Labor? Wo ist das Pokémon-Labor? Beim Tankerrad-Hügel? Wo ist das? Ach, doch, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Ich hole mal ganz kurz eine Schnellfunktion rauf mit Tauros. Müssen wir einmal das Steuerkreuz so oben klicken. Und dann können wir mal schauen. Hier müsste irgendwo der Hafen gleich sein, ne? Ah, hier sind sie schon, glaube ich, ne? Hier ist Tali auf jeden Fall, der chillt da. Ich weiß nicht, ich glaube, Tali kommt mit, deswegen. Ich hoffe, das ist so gemacht, dass man auch immer wieder auf die anderen Inseln zurückgehen kann. Weil ich guck mal ganz gerne mal so alleine immer die Insel an und gehe mal so durch. Guck mal das alles mal ganz in Ruhe an. Klar hätte ich das auch im Let's Play machen können, aber naja, weiß ich nicht. Dann redet man nicht großartig viel. Oh, außer, vielleicht mache ich das am Ende des Let's Plays, guck mir nochmal alles ganz genau an, laufe alle Straßen ab und dann sage ich so meine Meinung zum Let's Play oder sowas nochmal. Keine Ahnung. Ich bin halt gerne jemand, der sich so alles nochmal so anguckt. So, Route 2. War das hier irgendwo? Ne, hier war der Friedhof, da war das. Ne, keine Ahnung. Oh, Tankerrad-Hügel, der war doch hier oben, oder? War der nicht hier oben irgendwo? I don't know! Keine Ahnung! Beim Pokémon-Labor? Wo war denn das fucking Pokémon-Labor? Ich weiß es nicht. Ich renne die ganze Zeit hier in die Bärenfelder rein. Route 2. Oh, hier ist ein Pokémon, was mich angreift. Das Ding ist halt, ich kann das Pokémon eh nicht fangen, wenn es keine andere Route ist. Oh, Ratzfratz. Leute, ich glaube, wir vergessen das mal und ich gucke das offscreen nach oder ich schreibe. Oh, das sieht ja cool aus im Kampf bei Emma Rose. Wir sind noch kommen. Ja, wir hören uns offscreen angucken, Leute. Vergessen wir das jetzt einfach mal hier. Deswegen, das hat eh nichts zu sagen, glaube ich. Komm, wir rennen einfach wieder nach Hause. Mega unnötige Aktion, ich weiß. Aber hey, so bin ich halt, ne? Mega unnötig. Es gibt immer so ein paar Sachen, wo man sich denkt, so bei mir, wow, warum hast du es getan, Alter? Das war richtig dumm. Vielleicht muss ich auch einfach nur hier lang. Ach, keine Ahnung, wie gesagt. Wir gehen jetzt mal zum Hafen. Da, wo der Professor und seine Yacht ist. So. Da, ach, da unten ist das sogar markiert. Ich wollte gerade sagen, wo ist es denn? Dafür haben wir den Rotumdex ja, ne? Der sagt uns ganz genau, wo das ist. So. Ist das die Yacht? Die Yacht. Die Yacht. Da. Sieht cool aus. Ob dieser alte Kahn das wirklich übersteht, Professor? Na hör mal, diese Yacht ist nicht alt, sie ist ein Sammlerstück. Wahre Kenner würden sich darum reißen, oh ja, ein absoluter Kahn. Ich meine natürlich Klassiker. Nun ja, es hat schon einen gewissen Nostalgie-Charme. Hey Zero, wir sind bereit zum Ablegen. Aber keine Eile, du kannst auch ruhig noch etwas einkaufen und ein paar Pokémon fangen. Nö, ich will ablegen. Alles klar, an Bord geht's. Oh yeah, los Jetten, whoop whoop. Juhu, das Meer. Voll süß, ey. Professor, Professor, leg noch einen Knoten zu. Und die ganzen Bengals fliegen darum. Wie schön ist das denn? Wenn wir die Yacht des Professors noch mehr abverlangen, wird sie zerstört oder so, keine Ahnung. Ha, du hast doch nur Angst davor, dass dein Hut zu verlieren, Lily. Hat sie ehrlich, sie hält ihn so witzig fest. Kannst du dir vorstellen, wie es auf Akala aussieht? Ich habe ehrlich gar keine Ahnung, ey. Warte, nicht antworten. Ein Trainer auf Inselwanderschaft findet alles selbst heraus. Ich kann es kaum erwarten, Zero. Oh Mann, ey. Ist das schön. Ich liebe es, Abenteuerreisen zu machen. Kommt da irgendwas Böses jetzt? Nee, schade. Ich hab gedacht, es kommt so ein böser Schatten oder sowas. Spooky. Wie süß! Geil! Akala! Oh, wir sind da! Nice. Okay. Kannst du jetzt wieder angehen spielen? Danke. Danke. Oh, das sieht schön aus. Wir sind jetzt in Kantei City. Okay.
Beide Beine gebrochen. Hutzasa! Jetzt wäre ich beim Aussteigen fast hingefallen. Juhu, wir sind an Ankala. Hutzasa statt Hoppala. Zu rufen sollte das etwa ein Witz sein. Na klar, Zero, du fandest das doch auch lustig, oder? Ich fand das... Oh, doch! Oh, wei! Haha, geil! Oh, doch! Klar, hallo? Oh, Zero Ray kennt ihr nicht aus Pokémon Y. Und du, Professor? Dito. Bitte erschieß mich. Digga, Alter, die mit ihren Pokémon-Witzen. Jetzt kommt noch so... Oh! Guck mal, da! Oh mein Gott. Wie ich sehe, stehst du immer noch auf den Machomailo-Kukui. Machomailok? What the fuck? Du hast mal erwähnt, dass du damit einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen willst. Bei mir hat's funktioniert. Aber ob nun positiv oder negativ, Wöchchen, komm zurück in die Tasche. Kein Grund zur Sorge, Lilly. Hm? Oh, die Girls! Schön, euch kennenzulernen. Mein Name ist Mayla. Wie geht's dir stets? Ich bin Mahou, Captain aus Leidenschaft. Auf dem Weg nach Vertania City zum Hafen bin ich zufällig auf Mahou gestoßen. Hier auf Ankala kennt jeder meine Prüfung, weil sie das Beste aus allen Zutaten herausholt. Okay, willst du kochen oder wie ist das? Was hast du mit mir vor? Und die Zutaten... Seid in diesem Fall ihr beiden. Alter, Menschenfresser! Vielversprechende Trainer, erkenne ich sofort. Alter, was will die tun? Dies heißt, Mahou ist allerdings nicht die einzige Captain hier auf Ankala. Hm, was steht dann zuerst auf dem Plan? Naja, das überlasse ich den Kindern. Ist schließlich ihre Inselwanderschaft. Ich vergnüge mich mit dir. Da hast du wohl recht. Also gut, Kinder, ich wünsche euch und euren Pokémon eine tolle Zeit auf Ankala. Ich freue mich schon auf eure ersten Pokémon-Kämpfe. Ich warte auf euch. Komm, Mahou, wir gehen. Bye, bye, Girls. Na, ich glaube, die hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hier, die Kleine. Oh, doch nicht. Lilly, bloß nicht eifersüchtig machen, ne? Hallo, Lilly. Süß. Ja, Professor, nicht auf die Hintern gucken, ne? Typisch Mailer. Sie hat eine knackige Hüfte. Ich meine natürlich gebärfreudiges Becken. Sie würde nie zugeben, dass sie sich Sorgen um euch macht. Aber mich kann sie nicht an der Nase herumführen. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, eine warmherzige Inselkönigin wie sie zu haben. Auf Ankala gibt es insgesamt 3 Prüfungen, die ihr absolvieren müsst. Wenn ihr die erste Prüfung sofort in Angriff nehmen wollt, geht ihr am besten über Route 4, direkt nach Ohana. Ohana? Ohana heißt Familie. Kennt ihr das? Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Ich werde als erstes ein Pokémon-Center suchen gehen. Was für Mars... Was... Malasadas sind wohl hier... Ah, so dieses Essen da meinte, ne? Masaladas? Ich... Keine Ahnung, Alter. Ich denke, ich werde die Boutique einen Besuch abstatten. Und danach werde ich für Wirklichen wohl ein paar Nachforschungen zu den alten Ruinen stellen. Okay. Was werde ich machen? Ich frage mal Rotom. Wir sind in Ankala angekommen. Psst, schau gleich auf den Insel-Pokédex. So kannst du erfahren, welche Pokémon hier auf dich warten. Nee, werde ich nicht machen. Ich will mich nicht spoilern lassen im Gras. Leute, ich speichere hier ab und werde hier den Part schon mal beenden. Leute, ist ein kürzerer Part. Ich weiß, aber dafür war der letzte Part extrem lange. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wenn ja, unterstützt mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Bis nächsten Part. Und ciao, guys. Poke, 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 Pokémon. Come in!